Ins Asylbewerberheim in der Südstadt waren Vertreter des Rotary Clubs Güstrow nicht mit leeren Händen gekommen. Als Geschenk hatten sie 100 Lehrbücher für die deutsche Sprache mitgebracht. Diese übergaben sie den Lehrern, die die Kriegsflüchtlinge ehrenamtlich auf freiwilliger Basis unterrichten. Derzeit gibt es in den 3 Asylbewerberheimen der Barlachstadt 14 solcher Kurse. Ein rechtlicher Anspruch auf Deutschkurse besteht nicht. Wie Dieter Heidenreich vom Rotary Club betonte, sei das Erlernen der deutschen Sprache aber eine wichtige Voraussetzung, um in Deutschland heimisch zu werden. Umso höher müsse man das Engagement der ehrenamtlichen Kursleiter einschätzen. Die stellten aber in der Praxis schnell fest, dass das Lernen mit entsprechenden Büchern wesentlich effektiver sein würde. Ein Rotary-Freund, also Professor Ganz, ist hier ehrenamtlicher Lehrer für die Asylbewerber und bringt ihnen Deutsch bei. Und das hat er uns erzählt und dann hat er uns das mitgeteilt und die machen das völlig kostenfrei. Aber was sie brauchen und was ihnen fehlt, sind Lehrbücher, Lehrmaterial. Dann ist das Lernen einfacher. Und dann haben wir spontan gesagt, helfen wir ihnen, unterstützen wir ihn, und so ist das zustande gekommen. Über die Volks- und Raiffeisenbank akquirierte der Rotary Club 1.100 Euro und kaufte dafür das Lehrmaterial. Jedes Heft wird dabei mehrfach genutzt. So werden Antworten auf in den Büchern gestellte Fragen mit Bleistift eingetragen, um sie später wieder ausradieren zu können. Gegenwärtig leben in Güstrow über 500 Asylbewerber. Ihr Interesse an der deutschen Sprache sei sehr groß, versichern die ehrenamtlichen Lehrkräfte.